Es geht um alles. Den Deutsche Bankpreis, den großen Dressurpreis von Aachen. Um hier zu gewinnen, muss für Reiter und Pferd alles passen. Vorjahressiegerin Isabel Wert, die hier bereits 14 Mal gewinnen konnte, ist wegen ihrer Disqualifikation im gestrigen Mägle-Preis heute nicht am Start. Damit ist der Weg frei für eine neue Siegerin oder einen neuen Sieger. Als einer der letzten Starter kommt Frederik Wandres ins Dressurviereck. Er ist in einer Spitzenform und konnte sich in dieser Woche schon zweimal den zweiten Platz sichern. Wird es heute für den ersten reichen? Volle Konzentration für ihn und seinen Hannoveraner Wallach Duke of Britain. Das deutsche Team fiebert mit. Er erreicht mit 83,880% seine persönliche Bestleistung. Das ist Rang 1 für den Moment. Nun heißt es abzuwarten, was die letzten vier Starter darbieten. Direkt nach Wandres ist Favoritin Katrin Dufour am Start. Die Dänin hat in dieser Woche im Preis der Familie Tesch und im Mägle-Preis gewonnen. Sie reitet mit ihrem 10-jährigen Westfalen Vamos Amigos im vollbesetzten Deutsche Bankstadion. Dufour zeigt eine atemberaubende Eleganz und legt eine Meisterleistung hin. Mit 88,375% schiebt sie sich uneinholbar an die Spitze. Die Zuschauer explodieren regelrecht nach der finalen Grußaufstellung. Ich bin really, really fantastic. Es ist wirklich fantastisch. Und ich verdanke es meinem ganzen Team, meinem Trainer, meiner Familie, meiner Frau, den Besitzern des Pferdes. Ich bin so froh und glücklich. Nach langen Jahren der Dominanz hat Dänemark Deutschland 2022 beim Deutsche Bankpreis ausgestochen. Doch Konkurrenz belebt das Geschäft, meint Bundestrainerin Monika Theodorescu. Also das ist Sport, ne? Und im Sport muss man Dinge akzeptieren. Und wenn andere mal besser sind, dann ist das so. Und wir müssen uns auf uns konzentrieren, das tue ich auch. Ich habe ehrlich gesagt auch keine einzige dänische Prüfung gesehen, aber ich bin ja auch immer mit unseren Reitern beschäftigt. Auch Frederik Wandres ist glücklich und schaut auf eine erfolgreiche Woche hier in Aachen zurück. Das war vom Tag 1 bis heute der absolute Wahnsinn und kaum zu übertreffen. Als nächstes großes Event steht für die Dressurreiterinnen und Reiter die Weltmeisterschaft im August im dänischen Herning an. Dort werden die Karten neu gemischt.